Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu der fresh neuen Folge Minecraft Super Lucky Block Battle. Heute gegen Elina. Hallo. Du musst dir so einen Kampfspruch überlegen, so auch so wie beim Wrestling, so check out, check, oh ey, oder so ist jetzt dein Kampfspruch. Okay. Okay, Leute, ich flieg mal hier im Flugzeug und ich flieg mal weg. Tschüssi, Elina. Wir haben eine Map, die hat Elina gebaut, und zwar eine Currywurst mit Pommes. Ein bisschen Ketchup, ein bisschen Currysoße nennt man das so, ich habe keine Ahnung. Dann hier natürlich die Currywurst mit einer Gabel und einer netten Cola natürlich zum Runterspülen. Das Ganze finde ich mega nice auf einem Teller. Wir haben die normalen gelben Lucky Blocks, die Horror-Lucky Blocks, die sehr, sehr, sehr OP sind. Die darf man nicht unterschätzen. Die Hypnosis-Blöcke und hier haben wir die Tor-Lucky Blocks. Die hatten wir, glaube ich, noch nie oder auf jeden Fall schon sehr, sehr lange nicht mehr. Genau, und dann haben wir hier noch die Darkside-Lucky Blocks. Außerdem im Inventar heute ein bisschen was Besonderes. Nämlich Dory, Candy, Batman und Tiger. Lucky Blocks, genau. Und das war eigentlich alles. Wir haben noch ein Flugzeug. Ansonsten kann man das hier mitmachen, wenn man treffen würde. Elina ist im Game Mode. Hey! Die Lache. Elina, wir legen los. Let's go! Okay. Danke. Oh, Alter! Oh, nice, hey. Meine! Red Diamonds gegönnt! Tschüssi! Ich hab grad irgendwie. Von der Currywurst. Ja, aber das war nicht mit Absicht. Ich habe irgendwie 10 Blöcke mit Diamond abgebaut. Und das Geile ist, dass alle anderen Items wurden einfach gekillt von dem Blitz. Das ist das Niceste. Oh Mann. Red Diamonds, Leute, das stärkste Erz, das es in Minecraft gibt mit den Lucky Blocks. Ist sogar, glaube ich, wirklich so. Und okay. Pferderüstung brauchen wir nicht. Leute, wenn ihr mehr Super Lucky Block Battles haben möchtet, dann würden wir uns wie immer freuen, wenn ihr den Like und den Abo-Button flankt. Ja? Und wenn ihr Ideen habt, welche Battles wir noch machen können, also jetzt zum Beispiel statt einer Currywurst irgendwie was anderes Cooles, ja, dann schreibt das auch mal in die Kommentare. Wir sind da immer sehr, sehr gern für Vorschläge offen oder allgemein auch irgendwelche Verbesserungsvorschläge. Oder wenn ihr irgendwas schreibt, schreibt irgendwie was. Ne, ihr wisst schon Bescheid, okay. Viel gelabert, Leute, wenig ausgesagt. Wir machen jetzt weiter. Oh, Alter, ich habe einen Netherstern bekommen aus den, welche waren das überhaupt? Da habe ich schon Candy Lucky Blocks. Dobby Nummer 2. Oh, da haben wir die Nemo Boots. Findet Nemo. Nice. Dobby Lucky Block Nummer 3. OP-Äpfel nehmen wir auch. Und Nummer 4. Ein Verzauberungstisch. Nehmen wir da auch sehr gerne. Dann machen wir jetzt mit dem Batman weiter. So eine Batman-Rüstung wäre schon auch eigentlich ziemlich nice. What? Zündet das an? Nee. Glück! TNT, Leute. Nehmen wir mal mit. Ich meine, vielleicht wollen wir die nachher mal die Luft springen oder so. Batman Nummer 2, da haben wir einen Jokester. Bam! Elina, wo bist du? Verrate ich nicht. Tschüssi. Oh Mann! Nein, ich habe Abbaulebung bekommen. 5! Ja. Alter, was ist das? Was ist denn? Hier ist ein Ogre oder so. Ja, den hab ich auch gesehen. Ja, der geht nicht down, Mann! Batman! Oh, eine andere Waffe. Bane's Bomber. Fast Speed. Oh! Hey, macht das auch Damage? Elina, komm mal her. Aua. Macht das viel Schaden? Kann ich damit TNT anzünden? Nee. Das wäre mega cool. Na gut, behalten wir mal. Keine Ahnung. Weiter geht's. Noch eine Gun. Die Dark Assault Rifle. 11 Damage. Oh, 11 ist schon stärker als eigentlich echt so ein Dia-Schwert mit Schärfe 3 oder so. Und das hat... Ich hab ein Dia-Schwert. Oh, One-Hit, Mann. Das ist voll stark. Mann. Ich hab ein... Boom, tot. Ich hab ein Dierschwert, Schärfe 100. Oh, nee. Wie schnell ich bin, Mann. Das ist voll praktisch. Okay, Leute, wir sind fertig mit den Blöcken aus dem Inventar. Das heißt, wir machen jetzt weiter mit den Horror... Nein, das sind gar nicht die Horror. Das sind die Nightmare, aber so ähnlicher Name. Ne... Oh, yeah, Alter, die Tank Potion. Oh, nice. Nee. Nein, die nennst du dich noch an die... Oh Gott, Flugzeug. Erinnerst du dich noch an die Tank Potion? Nö. Hä, hey, doch, ich glaube schon, dass du dich dran erinnerst. Nein. Also ich kann mich da an eine komplette Zerfetzung erinnern. Und wir haben die... Alter! Okay, die kam aus den Tor-Lucky-Blöcken raus. North Dark Elf Chestplate. Stärke 2, unzerstörbar. Und wenn wir ein komplettes Set haben, bekommen wir einen random positiven Effekt. Alle 10 Sekunden? Das kommt mir ziemlich OP vor, Alter. Den Starhammer. Alter, da kommen voll die nice Sachen raus. Aus diesen Blöcken hier. Let's go. TNT, XP, ein Schwamm. Oh, da haben wir die passende Hose dazu. Ey, die ist ja mega OP, Alter. Let's go. Oh Gott. Nö.
Leder, ein... Das ist doch auch wieder so ein Special-Monster, oder? Ja. Er brennt. Ich erlöse dich. Lol, One-Hit. Die Monster sind mega cool gemacht. Ein Erdblock. Kohle, Ender-Chat. Oh, auch nochmals. Zieht der mir viel ab? Alter, was hat der für Special-Effekte? Genau. Schade, dass sie ihre Waffen nicht droppen. Das wäre mega cool noch. Okay, weiter. Ein Kuchen. Nochmal so ein Special-Oger. Eine Truhe, wo nichts drin ist. War das die Dark-Elf-Hose? Ach, es gibt auch... Ach, das ist quasi die besondere davon. Ah, jetzt verstehe ich das. Ich bin jetzt voll heiß drauf, dieses komplette Set zu bekommen. Das ist ein Zauberstab. Loki's Scepter. Achso, das kann gar nichts, damit kann ich nur schlagen. What the fuck, die Rüstung sieht voll verbuggt aus. Oh, die Hose habe ich doch schon. Knockback Resist. Ah, die haben immer andere Effekte. Ja, also die Sache, ich habe halt hier schon Stärke 2, Stärke 1. Ich glaube, das überschreibt sich dann. Dann nehme ich doch lieber Knockback Resistance. Aber dafür hat das Schutz 2. Ja, das ist schwierig anscheinend, Leute, ich weiß nicht. Ich brauche Schuhe und Helm noch. Aber das ist anscheinend gar nicht so leicht zu bekommen, Leute. Aber jetzt habe ich den Anfang bekommen. Bin ich ja schon ziemlich scharf drauf, muss ich ehrlich sagen. Wir haben irgendeine Potion bekommen. Oh, nicht schlecht. Ich habe nochmal die Hose. Als ob ich jetzt dreimal die Hose kriege. Ich mache jetzt hier noch diese paar Oh, jawohl, Alter. Nee, Leute. Jetzt... Gott, sieht das verbuggt aus. Aber ich will es aus... Oh, da haben wir einen ziemlich nicen Bogen. Den Nurse Bow. Ich habe keine Pfeile, verdammt. Nee, Leute. Ich wollte es gerade aufgeben. Aber da mir jetzt nur noch die Schuhe fehlen, müssen wir durchziehen. Das ist doch safe OP, oder? Mal gucken. Ja, Rückstoß 20. Ah, wir wollen Leute killen und nicht runterschlagen. Deswegen können wir da leider nicht mit... Oh, nein, da waren mega viele Pfeile und dann kam Blitz. Oh Mann, ey. Yeah. Da haben wir die volle Nurse. Da... Nein! Das sind andere. Ach nein, ja. Die heißen immer nur so. Nee, nee, ich glaube das... Ja! Wie cool ist das denn? Guck mal die Effekte. Und jetzt kriege ich gleich random neue Effekte. Passt mal auf. Und Effekte weg. Neue Effekte da. Ich glaube, das waren wieder dieselben. Aber egal. Trotzdem voll nice, Alter. Die Rüstung ist übelst dope. Und sieht mega crazy aus. Aber egal. Nice, Leute. Okay, damit haben wir diese Rüstung schon mal erfolgreich uns geschnappt. Wir essen mal ein bisschen. Und sortieren erstmal unser Inventar hier. Problem ist, was mache ich jetzt mit der Red Diamond Rüstung? Weil ich habe ja schon diese volle Rüstung. Aber wir sammeln die trotzdem mal ein, Leute. Nightmare Pufferfisch. Oh nein, soll ich den essen? Ich esse den mal zum Test, Leute. Okay, er gibt definitiv positive Effekte. Ich glaube Schnelligkeit oder so, ich bin mir jetzt nicht sicher. Naja. Brauchen wir nicht. Was ist in der Truhe? Brauchen wir wirklich nicht. Ein Helm. Mensch, was schießt denn da auf mich? One Shot. Ey, der hat einen Schuss überlebt, oder wie? Bam. Wo bist du? Treffer. Ah, knapp daneben, aber jetzt. Eine Werkbank. Mega der OP-Drop. Goldäpfel. Oh, ja, wir haben nichts zum Aufwerten. Bringt uns leider nicht so viel. Aber ich kann immer den ganzen Kram reintun, den wir hier nicht brauchen. So, weiter geht's. Alter. Nö, das tue ich mir gar nicht an, Leute. Ab ins Flugzeug und wir zischen erstmal ab. Okay. Diese machen wir noch. Was ist das für ein Block? Ah, Big Spite. Okay, ich weiß gar nicht, wie stark das ist. Nehmen wir mal mit. TNT. Kaboom. Oh, nochmal Big Spite. Okay, es backt ein bisschen rum, aber... Ja, nehmen wir trotzdem mal mit. Zack. Oh, eine Potion. Tank Potion Nummer 2. Hey, das ist ja... Nee. Ja, die Sache ist, wir müssen darüber diskutieren, ob wir die verbieten, weil... Resistenz 10. Also sprich, das ist wie eine Pizza. Das heißt, man ist original... Na, 2 Minuten und... Ja, 2 Minuten unsterblich ist schon ein bisschen krank. Oh Gott, was ist das? Also ich dachte, das ist irgendein Slime-Monster, aber... Wir sollen nur einen Slime, der brennt. Dann machen wir weiter hier nach diese Richtung. Hey, kriegt man so viele Monster irgendwie heute? Alter! Wo bin ich? Ich sehe nichts! Oh Gott. Oh Gott! Hey, ich hab gar nichts gecheckt hier gerade. Oh, da geht's auch irgendwie runter. Oh! Oh! What the... Was kriegt man hier für... Also, nutzt die... Yo! Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also, man kriegt halt
einen sehr, sehr negativen Effekt, einen sehr, 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 sehr negativen Effekt, aber auch einen sehr, 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 sehr positiven Effekt gleichzeitig. Ich will jetzt mal nicht mehr verraten, Nina, wird dann eine Überraschung. Krank, Alter, das habe ich noch nie gesehen. Crazy, was man hier für Sachen rausbekommt. So, Big Spite Helm. Weiß nicht, ob wir den... Ja, wow, komme ich hier raus? Ah, das ist cool. Was ist denn das für ein Sand? Da kriegt man einen schlechten Effekt drauf. Und den kann man irgendwie auch nicht abbauen. Das ist so ein Trap-Sand. Hey, das ist eigentlich voll geil. Okay, keine Ahnung, wie das funktioniert. Okay, noch eine Hexe. Gut, Leute, haben wir jetzt genug abgebaut. Dann widmen wir uns jetzt mal den... Hier sind doch noch so Suicide. Genau, machen wir ein paar Suicide-Blöcke. Da haben wir die Joker Boots. Da haben wir diese nicht gut genug, Leute. Oh, da haben wir irgendwie eine Gun. Eine... Oh, 45 Range Damage. What? Das ist viel. Oh Gott, ja. Das schießt relativ langsam dafür. Also du müsstest halt safe One-Shot sein. Ja, das ist ziemlich stark. Ja. Hey, krass. Ich wusste gar nicht, dass man auch so starke Schusswaffen da bekommen kann. Okay, das brauchen wir nicht. Da haben wir Joker Chess... Nee, Harlequin Chessplate? Ja, brauchen wir aber eigentlich auch nicht. Ja, Übertreiber direkt. Wir haben schon ziemlich lang so einen Speed-Abbau nicht mehr gemacht, Leute. Ich habe ja jetzt Eile. Let's go! Oh, oh, Alter. Oh Gott, es leckt. Oh Gott, ich bin runtergeflogen. Der Teller ist kaputt. Oh Mann, ey. Gott, es hat einfach alles in die Luft gesprengt, was ich auch noch hätte bekommen können. Oh Gold. Oh Gold kann man immer gebrauchen, Leute. Nehme ich mal mit. Zack. Äpfel. Golem. Oh, noch mehr Golem. Oh, das habe ich schon. 8, Alter. Das ist die Chestplate. Ups, verdrückt. Das brauche ich nicht. Den Trank nehme ich definitiv. Ich kann ja nochmal den Rucksack, Leute. Da habe ich ja fast noch nichts drin hier. Dann machen wir die obersten zwei Reihen hier nochmal rein. Aber das Eisenschwert brauchen wir, denke ich mal, nicht da drin. So, Potion haben wir aufgesammelt. Weiter geht's. Golembogen haben wir schon. Schwert brauchen wir nicht. Oh, das Material nehmen wir safe alles mit. Oh, Alter, Pfeile und nochmal 5 Golem-Material. Zack, 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 zack. Nice, ey. Jetzt kann ich mir übelst die Golem-Sachen machen. Ich weiß nicht, ob wir die brauchen werden. Aber wahrscheinlich nicht, weil wir eh Red Diamond haben. Nochmal eine Potion. Okay, würde ich sagen, noch, so noch 3 hier. So 1, 2, 3. Okay, aus einem kam nichts raus. Dann machen wir nochmal 2. Okay, oh, nochmal eine Potion. Sehr schön. Dann nehmen wir die auch nochmal mit. Okay, ab in den Pool. Gut, Leute, dann sind wir jetzt fertig mit den Lucky Box. Dann rüsten wir uns jetzt aus und dann gibt es das PvP-Battle. Meine Ausstattung heute. Da habe ich diese crazy Dark Elf Rüstung mit komplett Infinity Guardian, Norris Guardian. Nochmal. Keine Ahnung, ziemlich OP. Dann habe ich hier den Star Hammer. Kann ich den eigentlich verzaubern, Leute? Lass mich das mal ganz kurz checken. Das habe ich noch gar nicht probiert. Oh ja, Schärfe 1 nochmal drauf. Dankeschön. So, mit 39,25 Damage immerhin. Wir haben diese Range-Waffe. Kann ich die auch verzaubern, Leute? Let's go. Nein, das geht leider nicht. Schade. Wir haben diese ganze Backup-Rüstung. Da kann ich jetzt hier aber wirklich noch ein bisschen verzaubern an dieser Stelle. Hier Schutz 1 drauf. Alles verzaubert. So, jetzt haben wir noch an... Was haben wir noch an Rüstung? Also wir haben hier noch, ja, so einen Bogen. Mega viele Tränke. Die Tank Potion ist leider verboten, weil, ganz ehrlich, die muss man verbieten. 2 Minuten Unbesiegbarkeit mit plus 1400% Damage. Ja, muss jetzt nicht unbedingt sein, Leute. Ist ein bisschen sehr OP. Hatten wir auch schon beim letzten Mal. Und ja, Leute, dann sind wir eigentlich ready. Bist du fertig, Elina? Ich habe mal aus den Sternen mir nichts gemacht, weil die Illuminati-Sachen eh alle verboten sind. Deswegen ist das kein Ding. Und ja, Elina, bist du ready? Können wir anfangen? Ja. Yeah. Okay, yeah. Let's go! Last Fight Nummer 1 beginnen. Ich gönne mir hier die Hypnosis-Potion und die Hero-Potion und den OP-Apfel und dann... Na, komm her! Als ob. Ja, das war ein sauberes 1-0, würde ich sagen, oder? Runde Nummer 2. Wir legen los. Ich für 1-0. Das heißt, ich habe hier kann ganz gechillt in die zweite Runde hier reingehen. Hab nichts zu verlieren. Als ob du an der Ecke kämpfst. Nein! Ich hab dich mit der Sniper-Rifle... Oh Gott. Oh, kurzer Hustenanfall. Ich hab dich mit der Sniper-Rifle schon gekillt. Das ist ziemlich low, Elina. Warte mal, ich will noch die eine Potion ausprobieren. Hier. Lass mal einen dritten Kampf machen. Ich will das eine nochmal ausprobieren. 2-0, Leute. Das war... Ein relativ unspektakulärer Sieg, Leute, muss ich ehrlich sagen. Ja. Kampf Nummer 3. Let's go. Okay, Leute, ich nehme jetzt mal, welche Potion? Ja, genau die hier. Oh shit, Leute, let's go. Ich nehme mal, wartet mal, ich nehme mal nur die Faust. Vielleicht klappt das dann nämlich auch. Okay, Leute, ich trinke die einfach mal. Ach nein, ich muss aber unbesiegbar vorher sein. Okay, ich nehme mal ganz schnell den OP-Goldapfel. Okay, Leute. Ja, geht eigentlich noch. Elina, nein, ich muss die Potion ausprobieren. Nein!
musst du nicht. Ich hab dich mit der Faust getötet. Alter, was ist das für eine Potion? Irgendwie plus 13.000% Damage. Ich glaube, so ein deutliches 3-0, so einen deutlichen Sieg hatten wir noch nie beim Super Lucky Bug Battle Leader. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Flankt auf jeden Fall mal den Like-Button und flankt den Abo-Button, wenn ihr mehr Folgen sehen möchtet. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und ihr könnt jetzt auf das Video klicken, um zum nächsten Video zu kommen mit uns. Da könnt ihr was anderes euch noch anschauen oder auch kostenlos abonnieren. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao.